Ahoi, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kip Supernova. Heute beschäftigen wir uns mit einem ernsten, verstörenden Thema. Ich stieß mehr durch Zufall auf einen sehr seltsamen YouTube-Kanal mit dem Namen Shaika Mei oder Shaika Mae. Dieser Kanal hat keine Videobeschreibung, keine Kanalbeschreibung, keine Links. Es gibt lediglich einen Abonnier-Button und ein Zähler, wie viele Abonnenten der Kanal hat. Das ist schon alles. Auf dem Kanal sind mehrere Videos hochgeladen, die auf den ersten Blick extrem verstörend, verwirrend und ja, sehr seltsam aussehen. Wenn man sich die Videos anschaut, ist es eine Ansammlung von, ich denke mal, durch irgendeinen Zufallsalgorithmus zusammengewürfelte Bilder, Videosequenzen und auch Tonsequenzen, und die alle gleichzeitig und völlig oder scheinbar völlig wahllos, also völlig willkürlich zusammengestellt. Und man könnte jetzt sagen, okay, das ist irgendein Kunstprojekt vielleicht, aber wenn es ein Kunstprojekt ist, wer ist dann der Künstler? Wer will darauf aufmerksam machen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, es mischen sich immer wieder auch Bilder und ganz kurze Ton- und Videosequenzen ein, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt durch Zufall irgendwie willkürlich zusammengewürfelt ist oder von dem Videomacher selber eingefügt wurde. Hier sieht man zum Beispiel in der rechten oberen Bildhellecke eine Art Globus auf einem Nachttisch, und das sieht aus wie ein Video, das in der Nacht durch eine Beobachtungskamera oder eine Webcam oder irgendwas aufgezeichnet wurde. Und ganz zum Schluss hört man ganz kurz eine Stimme. Hört mal hin. Und das, ich weiß nicht, ist das auch durch einen Zufallsgenerator irgendwo zufällig ein Video, wo irgendwo random auf YouTube oder sonst irgendwo aufgetaucht ist und einem einfach zufällig da reingemischt wurde? Oder ist das echt? Hat da der Macher irgendeine Botschaft versteckt? Keine Ahnung. Und es gibt noch etwas, und das ist extremst verstörend, was mir wirklich viel, naja, ich will nicht sagen Angst macht, aber es ein sehr unangenehmes Gefühl gibt. Das sind nicht die Videos selbst oder der Content, sondern es sind die Playlisten. Ich habe mal geguckt und habe gesehen, es gibt verschiedene Playlisten. Habe ich gedacht, okay, der Macher oder die Macherin hat die Videos in Themen einsortiert, warum auch immer. Vielleicht ist es irgendein Experiment, dass irgendeine künstliche Intelligenz programmiert oder ein Bot programmiert wurde, wo diese Videos erstellt. Aber wenn man auf die Playlisten klickt, kommt man auf Videos, die auf anderen Kanälen sind. Zum Beispiel auf den Kanal Jazz Conge oder Jazz Conge oder Kank. Oder auf den Kanal Alan Milton Teen Titans Go versus Teen Titans. Und das, ich weiß nicht, ist das ein Bot, wo das einfach auch die Titel von den Kanälen generiert? Oder ist da irgendein Verrückter am Werk? Oder keine Ahnung. Zum Schluss möchte ich euch einen Videoausschnitt aus dem Kanal Alan Milton Teen Titans Go versus Teen Titans zeigen. Lasst ihn euch einfach auf euch wirken und schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Viel Spaß! Warning, this part is very scary, so be careful. Das soll's für heute dann auch gewesen sein. Schreibt mir mal, soll ich mehr solche gruseligen oder verstörenden oder seltsame Videokanäle oder Videos thematisieren? Interessiert euch das? Habt ihr vielleicht schon solche Kanäle gesehen? Schreibt mir gerne. Und was auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bleibt neugierig und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.